Willkommen zurück zu Raven's Cry. Hier ist der Argonaut. Ich befinde mich in Santa Lucia und meine neue Galeone ist aufgerüstet, ausgestattet und ich werde mich jetzt der Hauptquest zuwenden. Santorio, der Piratenjäger. Niemand weiß, wo Neville steckt, der Mörder meiner Familie. Der Einzige, der Informationen haben könnte, ist der Piratenjäger Santorio. Aber erst muss ich herausfinden, wie ich auf seine Insel komme. Lieber nicht daran denken, was er üblicherweise mit Piraten macht. Ja, Piratenjäger und Pirat, das geht meistens nicht so gut aus, aber ich darf auf keinen Fall vergessen, die Santorio-Flagge zu hissen. Denn wenn man mit der normalen schwarzen Piratenflagge da ankommt, wird man wohl beschossen. Tja, aus Fehlern lernt man. So. Was macht denn meine Crew da? Ich kann maximal 225 Männer anheuern, aber das ist natürlich ein wenig teuer. Ich gehe mal auf 200. Was auch schon eine Menge ist, denn das kostet ja auch alles. Unterhalt. Ja, das ist die, meine Galeone. Und ich habe noch wohlweislich Ebenholz eingekauft. Denn auf der Seekarte sieht man ja Angebot und Nachfrage. 50 Mann angeheuert. Ebenholz ist angeblich sehr gefragt auf Santorios Insel. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da heile ankomme. Lancaster Schiff. Ja, dem muss ich mich auch noch widmen, diesem Auftrag. Aber eins nach dem anderen. Santorios Insel. So. Also ich will mich jetzt nicht auf Kämpfe einlassen, sondern einfach mal heil da ankommen. Das Felsenlabyrinth. Ja, davon war ja schon die Rede. Was ist das denn? Auf Kollisionskurs? Ausweichen? Mein Gott, jetzt muss ich erstmal heil hier durchkommen. Ja, beim ersten Versuch hatte ich vergessen, die Flagge zu hissen, Santoris Flagge, und die beiden Kriegsschiffe haben mich relativ schnell versenkt. Deswegen, also bevor man losfährt, Santoris Flagge hissen. Warte mal, ich muss mal... Ach, der fährt gar nicht. Oh, Mist, jetzt muss ich ausweichen. Scheiße. Oh Mann, ist das knapp. Ja, habe ich mich ein bisschen zu spät entschlossen, welche Richtung ich einschlagen möchte. Oh Gott, ist das eng hier. Da wäre ich natürlich mit meinem Schoner besser durchgekommen. Aber jetzt habe ich die fette Galeone. Oh Mann. Links? Naja. Von wo kommt denn der Wind? Von der Seite. Ja, jetzt muss ich aber echt vorsichtig sein. Das ist ja ganz schön eng. Ja, da muss ich dann Steuerbord. Neben, da sieht es besser aus. Da hinten scheint es ein bisschen breiter zu werden. Oh oh. Aber ich muss sagen, die Schiffssteuerung, die finde ich sehr gut gelungen. Also man hat das totale Gefühl der Trägheit. Aber trotzdem hat man noch die Chance, ja, rechtzeitig entgegenzusteuern. Also so hakelig die Kampfsteuerung ist im Fechtduell, so gut gelungen ist auf jeden Fall die Schiffssteuerung.
Auf jeden Fall. Trotzdem muss man aufpassen. Ja, und ich bin immer wieder fasziniert von der Gestaltung der Umgebung. Also da auf jeden Fall nochmal ein super Lob an die Weltenbauer. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Die Bäume, die Felsen, ist echt Wahnsinn, finde ich. So, war kurz abgelenkt. Sorry. Schön langsam navigieren, dann passiert auch nichts. Ja, und auch das Wettersystem finde ich sehr realistisch. Auch wenn es manchmal schade ist, wenn es manchmal zu duster ist, aber naja, Wetter ist Wetter. Da bringt es nicht, sich drüber zu ärgern. Das muss man einfach hinnehmen. Wie weit ist denn das noch? Ach da, Minimap. Geradeaus und dann rechts. Das scheint was zu sein. Rechts, wie gesagt, Steuerbord. Ich bin ja eine Landratte. Aber ich werde jetzt mal hier die breite Straße nehmen. Da kann man sehr gut navigieren. Jetzt muss ich aber einschlagen hier. Backbord. Ist gut, Captain. Wir müssen langsamer werden. So. Der Wind kommt seitlich. Da kann ich wieder ein bisschen mehr Fahrt machen gleich, wenn ich steuere. Richtung Steuerbord. Ja, da waren auf jeden Fall Fachmänner am Werk, was die Schiffssteuerung angeht. Also das ist, bin ja auch schon mal gesegelt. Finde ich also ziemlich gelungen. Und auch wie der Wind dann greift in die Segel und das Take-Halt-System und ja. Ich denke mal, viel besser kann man das nicht hinkriegen als Simulation. Von daher hätte ich mir schon gewünscht, dass das Open World, Open Sea Feeling ein wenig mehr betont hätte werden sollen. Also, dass man weniger auf der Übersichtskarte navigiert mit dem Schiff, wenn man weite Strecken zurücklegt, sondern auch mal, ja, vielleicht mal eine halbe Stunde einfach nur segelt. Obwohl man das tun kann, aber ja, also das Feeling ist da nicht so Open World mäßig irgendwie, komischerweise. Wie teilweise an Land, merkwürdigerweise. Obwohl, an Land ist es ja auch eingeschränkt. Jo. Da tut sich was. Die Bukaniere. Kriminelle, die Menschen und Tiere jagen. Und sich mit ihrem Blut ihre Hemden färben. Santorius Insel. Oh Gott, ist das ein Nebel. Ja, was sagte ich noch von wegen düster? Also, es gibt ja eigentlich keine Nachtzyklen so direkt, aber das ist schon dunkel genug, finde ich. So, aber erstmal speichern, bevor da hinten sehe ich schon.
haben sich welche aufgebaut. Hm, Mieze. Miau. Kann man den ansprechen? Jo. Ist das zu fassen? Diese faulen Ärsche hier haben wohl einfach zu viel Geld. Hm, wie mein? Was meinst du? Ich hätte da einen ganz einfachen Auftrag, außerdem gut bezahlt. Aber keiner ist interessiert. Alles, was ich hier brauche, ist jemand, der Senor Morel in San Jorge informiert, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe. Das wäre auch schon alles. Und Geld auf die Hand. Jeder mit einem Schiff könnte das übernehmen, aber nein, nicht für den alten Diego. Diego. Ja, kann ich ja erstmal zustimmend antworten. Ich bin vielleicht interessiert, aber nicht jetzt. Ernsthaft? Dann lass uns reden. Ich sagte doch später. Miau. Ja, wie gesagt, verhandeln und sein Ding durchziehen, das kann Christopher. Und? Ciao. Ja, das ist, sorry, das ist ein... Na, der Rabe sitzt immer an meiner Seite. Ein Hobby von mir geworden, Angler schubsen. Oh, oh. Erinnert mich ein bisschen an Van Helsing irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Niemand hier kennt euch. Dennoch seid ihr im Besitz der Flagge und steht hier vor mir. Darf ich fragen, wie das möglich ist? Mein Name ist Christopher Raven. Ich bin mit Arthur Satchmore bekannt. Satchmore? Ja, ich kenne den versoffenen Hurenbock. Wir haben alle unsere Laster. Wenn ihr das sagt. Nun, womit kann ich behilflich sein? Heute führt mich ein eher ungewöhnliches Anliegen hierher. Dann lasst hören. Sicher habt ihr bereits gehört, dass es eine neue Gefahr auf den Handelsrouten gibt. Und die Leute sagen, dass ihr euch um solche Probleme kümmert. Es gibt viele Gefahren auf den Seewegen und täglich werden es mehr. Was soll das für eine außergewöhnliche Gefahr sein? Nun, ich spreche von Neville. Captain Neville und die Devil's Tines. Ihr glaubt also an die Gerüchte? Denkt ihr allen Ernstes, der Teufel der Karibik sei zurückgekehrt? Ich weiß es sogar ganz sicher. Ah, verstehe. Sagt, habt ihr euch je mit Schauspielerei befasst, Christopher Raven? Nein. Was soll die Frage? Nun, ich habe einigen Aufführungen beigewohnt. Ihr habt durchaus Talent. Eure Vorstellung würde viele getäuscht haben, aber mich habt ihr nicht überzeugt. Wenn ihr Händler seid, dann bin ich Neville Scranton persönlich. Wie wär's also zur Abwechslung mit der Wahrheit, Pirat? Nun, der Grund, warum ich hier bin, ist folgender. Ich schlage eine Allianz vor. Eure Männer und meine gegen Neville und seine Teufel. Eins frag ich mich, Pirat. Warum sollte ein unbedeutender Halunke wie ihr den meistgefürchteten Piraten der Karibik herausfordern wollen? Neville hat eine Schuld zu begleichen. Er weiß es nur noch nicht. Nun, verwegen genug seid ihr. Das muss ich euch lassen. Ihr geht Ärger nicht aus dem Weg, sonst wärt ihr nicht hier. Ich hätte da einen Auftrag für euch. Auftrag? Ihr habt mich wohl nicht richtig verstanden, Santorio. Ich suche keinen Auftrag, sondern einen Verbündeten. Wenn ihr nicht mitziehen wollt, werde ich es alleine beenden. Geduld ist eindeutig nicht eure Stärke, hab ich recht? Da seid ihr doch alle gleich. Aber dass ihr zu mir gekommen seid, beweist, wie sehr ihr meine Hilfe in dieser Sache braucht. Ihr wollt Neville? Schön. Von mir aus? Aber erst nach dem Auftrag. Immer diese Aufträge. Übrigens, in einer Sache hattet ihr recht. Auch wenn ich es nur ungern zugebe. Neville ist zurück. Er bereitet mir und meinen Männern so einiges Kopfzerbrechen. Wenn man bedenkt, was für ein berüchtigter Pirat er ist, kann man es kaum glauben, dass niemand etwas über ihn zu wissen scheint. Aber ihr müsst doch irgendwas über ihn rausgekriegt haben. Was ist mit seiner rechten Hand, Kensington?
Es ist nicht so, dass ich nichts weiß. Und meine Männer halten die Ohren offen. Aber lenken wir nicht davon ab, dass ihr erst etwas für mich erledigen müsst. Wenn das der Weg zu Neville ist, von mir aus. Was soll ich machen? Ich hatte eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem Gouverneur von Saint-Georges. Tja, dieser Franzose wollte mich dafür bezahlen, dass ich auf einem Auge blind bin, was gewisse Freibeuter angeht, die seine Interessen vertreten. Und wo ist das Problem? Ich habe sie natürlich trotzdem angegriffen. Nun müsst ihr wissen, ich habe einen Maulwurf in Saint-Georges. Er ist Beamter im Dienst des Gouverneurs. Seit dem Streit habe ich nichts mehr von dem Mann gehört. Ich will wissen, was passiert ist. Aber ihr dürft niemanden direkt nach Toussaint fragen. Wenn er beobachtet wird, brauchen die Franzosen nicht viel, um die Spur zu mir zurückzuverfolgen. Das ist eine Nachricht für Toussaint, falls er noch lebt. Gut. Aber sorgt dafür, dass eure Männer einen Bogen um mein Schiff machen, wenn ich rausfahre. Mhm. Segel nach Saint-Georges und finde Santurius Spitzel. Ja, anscheinend habe ich einen Zweckverbündeten gefunden in Santorio, der wirklich auf einem Auge blind ist, wie man gesehen hat. So. Ja, das war ja ein Fortschritt, den ich erstmal sichern sollte. Und Diego war dieser Typ mit dem kleinen Auftrag. Santorio, was gibt es denn hier noch? Die Händler, die üblichen. Keine Taverne, Waffenhändler, Hüte, Amulette. Hm. Keine Taverne? Merkwürdig. Ja gut, dann will ich erstmal meine Waren verkaufen gehen. Ebenholz soll ja hier sehr gefragt sein. Und... wow. Werde die Insel ein wenig erkunden. Ja, schade, dass es so neblig ist. Aber Wahnsinn, was... boah, was die für Gerüste da gebaut haben, ist ja Wahnsinn. Mhm, hier geht's anscheinend hoch. Ja, ich glaube, ich muss für den Upload das Video etwas aufbrezeln, was die Helligkeit anbelangt. Denn ich glaube, sonst macht das Zuschauen nicht so viel Spaß. Auf eine gräuliche Nebelwand, schemenhafte Nebelwand zu schauen. Ja, ich werde es heller machen. Upp. Ja, da hat da einer viel Holz verbaut hier. Hm. Sieht aus wie so eine Art Aufzug. Hebel, ja. Höchstwahrscheinlich. Was haben wir hier noch? Außer der Mieze. Ja. Noch ein Aufzug? Jo. Benutzen, ja. Werde ich das mal tun. Aber erstmal rein. So. Wow, very cool.
In der Tat, sehr cool gemacht. So, hier scheint ein bisschen mehr los zu sein. Exerzierplatz. Ah, da muss der Händler sein. Da ist er doch. Wie wär's mit einem Handel? Mhm. Sehr gut wäre das. Ja, Ebenholz bringt 71 Reales. Und raus damit. Ja, das hat sich gelohnt. Also es lohnt sich wirklich halt zu schauen, wo was nachgefragt wird und wo was produziert wird günstig. Angebot und Nachfrage. Ja, habe ich 2000 Reales eingenommen. Ich weiß nicht mehr den Einkaufspreis, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kakao ist natürlich, nee, 3 Reales ist nix. Das wäre, glaube ich, unter Wert. So. Waffenhändler, ja. Ja, ich glaube, ich werde erstmal ein wenig die Insel erkunden, die Innenstadt. Und mich dann wieder melden. Weil jetzt hier stundenlang im Nebel rumzustochern und ist dann vielleicht nicht ganz so interessant zuzuschauen. Und wenn es was Spannendes gibt, werde ich mich dann am besten wieder melden. Und bis dahin sage ich ciao, euer Christopher Raven. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor lying dumb born?